Willkommen zum ersten Teil der Demberg-Programmeinführung, in dem wir Ihnen zeigen wollen, wie die Arbeitsumgebung in Demberg aufgebaut ist. Wenn Sie Demberg öffnen, sehen Sie, dass die Oberfläche im Wesentlichen in drei Teile gegliedert ist. Links die Navigation, in der Mitte das Berechnungsprotokoll und rechts das Grafikfenster sowie weitere Berechnungsoptionen und ein Hinweisefenster. Mit Hilfe der Navigation wechseln Sie innerhalb der verschiedenen Module. Auf der Seite Bauteile legen Sie zum Beispiel Ihre Bauteile an. Auf den Seiten 18599 und 4108 führen Sie Ihre NF-Nachweise. Und auf der ersten Seite, der Seite Projektdaten, gestalten Sie das Titelblatt für den späteren Ausdruck. Der wichtigste Bereich der Arbeitsumgebung ist das Berechnungsprotokoll. Hier nehmen Sie Ihre Berechnungen vor. Das Berechnungsprotokoll wird vorzugsweise von oben nach unten durchgearbeitet. Im Grafikfenster daneben können Sie passende Grafiken zuschalten. Für die Titelseite wäre das zum Beispiel ein Objektfoto, das Sie über die Berechnungsoptionen ansteuern können. Gehen Sie dazu auf Grafik, klicken auf Objektfoto und wählen das gewünschte Objektfoto aus. In den Berechnungsoptionen wählen Sie außerdem aus, womit Ihr Berechnungsprotokoll gefüllt werden soll. Auf der Seite Projektdaten würden Sie zum Beispiel wählen, welche Projektbeteiligten auf Ihrer Titelseite genannt werden sollen. Dazu gehen Sie in den Berechnungsoptionen auf Adressen und setzen für die gewünschte Auswahl ein Häkchen. Das Berechnungsprotokoll füllt sich nun mit neuen Abschnitten, die Sie bearbeiten können. Daneben gibt es noch das Fenster Hinweise, in dem Sie im Verlauf der Berechnung wertvolle Hintergrundinformationen erhalten, zum Beispiel die Rechenwege, damit Sie die errechneten Werte nachvollziehen können, oder Verweise auf noch unfertige Eingaben. In der Titelleiste sehen Sie, in welcher Datei Sie sich gerade befinden. Über dem Berechnungsprotokoll sehen Sie eine Reihe von Bildschaltern, hinter denen sich verschiedene Aktionen verbergen, zum Beispiel das Speichern, das Drucken und wenn Sie eine aktuelle Frage zu Ihrem Berechnungsprotokoll haben, finden Sie hier die Demberg-Bildschirmhilfe. Weitere Hinweise zu den Grundlagen finden Sie auf unserer Internetseite www.bauphysik-software.de unter Service. Wie Sie ein Projekt anlegen, zeigen wir Ihnen in Teil 2 der Programmeinführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.